Guten Morgen, ihr lieben Lichter. Guten Morgen in Christus. Ich möchte gerne am Anfang nochmal auf etwas zurückkommen, was in der gestrigen Lektion, die war ja echt hochintensiv und hoch, ja, so geballt mit Informationen und Gedanken, die ja, was ja auch leicht zu einer Überwältigung führen kann. Aber ich möchte gern auf zwei Sachen noch mal kurz eingehen. Und das eine ist dieses, was ich gestern Gier nach Erfahrung genannt habe. Du kannst es auch einfach den Wunsch nach Erfahrung, den wir ja alle irgendwo haben, ne? Also ich kenne das ja auch, diesen Wunsch nach Erfahrung. Zum Beispiel, ich hatte ja, eine Zeit in meinem Leben, das war so gnadenvoll, weil ich, nachdem ich mal diese Offenbarung hatte von Liebe, wo ich sehr jung noch war, und ja, es war einfach wirklich eine Offenbarung, die mir den Weg gezeigt hat. Warum bin ich eigentlich hier? Was ist das Ziel? Was möchte ich für mich? Was ist der Sinn des Lebens und so weiter? Und danach hatte ich sehr, sehr viel über viele Jahre in der Meditation mit Osho, war das die Zeit, hatte ich also niemals wieder so in dieser, wie es in der Offenbarung war, so nicht. Aber ich hatte diese Zustände von, ja, wo ich einfach nur war. Da war, ich war einfach nur da. Das war einfach nur so ein Sein. War da, ne? Und da war gar kein Impuls und gar nichts. Ich konnte ewig in diesem Sein sein. Und ich erzähle das deswegen, weil ich diesen Zustand lange nicht mehr hatte, jetzt, also wirklich lange nicht mehr, auf diese Weise wie damals in der Intensität und so weiter. Und ich von daher das auch kenne, dass ich dann mal sage, Menschenskinder, ah, ich hätte so gerne wieder diesen, ne, diesen Zustand wie damals, diese Erfahrung damals, und das war so schön über solche Jahre, und ich habe den so leicht erreicht damals, ja, das war wunderschön. Ja, aber jetzt ist er eben nicht. Und dann merke ich, wenn ich jetzt in diese Idee reingehe, oh, ich brauche diese Erfahrung, diesen Zustand von damals, ne? Das ist so wie ein Wiederholen von etwas, was mal war, was ja niemals jetzt dann ist. Und es ist so klar, und das könnt ihr sicher, das können wir alle fühlen. In dem Moment, wenn ich eine Erfahrung will, wenn ich irgendwas anders haben will, wenn ich denke, oh, ich brauche das, ich brauche das, ja, dann ist das Mangel, dann ist ein Gefühl davon, mir fehlt jetzt etwas. Das ist dann genau die Verleugnung. Gerade das ist die Verleugnung und macht die Erfahrung dann unmöglich. Genau das verhindert ja in diesem Augenblick, dass ich jetzt den heiligen Augenblick erfahren kann. Ja? Wovon ich spreche, ist dieses Ausgedehnte, was ich damals hatte. Ich hatte das über lange Zeit, immer wieder über Stunden oder so war ich in diesem Zustand. Ja? Jetzt sind es Augenblicke, nicht Stunden oder so. Ja? Und dann weiß und spüre ich einfach auch, und das ist dann auch das, was ich vom Heiligen Geist empfange, dass ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber machen sollte. Er sagt mir dann, heute ist eine andere Zeit. Heute ist eine ganz andere Zeit. Jetzt ist was ganz anderes für dich dran. Und die Zeitqualität ist auch eine ganz andere wie damals. Und jetzt geht es darum, wie dass du das lehrst, was du selber lebst, was du selbst lernst. Das heißt, wie er ja im Handbuch irgendwo sagt, verzweifle nicht ob deiner Begrenzungen. Du bist nicht hier, um ohne sie zu sein, sondern du bist hier, um ihnen zu entrinnen, um zu lernen, wie du ihnen entrinnst und dadurch das zu lehren. Also, weshalb sage ich das alles? Weil eben dieser Wunsch nach einer Erfahrung genau das ist, was die Erfahrung verhindert. Denn es ist Groll. Ne? Das ist ja Groll. Groll heißt, etwas muss anders sein, als wie es jetzt ist,
Für mein Glück brauche ich die und die Erfahrung oder so, ne? Und genau das ist Groll und wir wissen, der Groll verbirgt das Licht der Welt, das wir wirklich sind, ne? Und das ist nämlich ganz eindeutig das Ego, das etwas anders haben will und etwas haben will, ja, das verleugnet, dass ich jetzt in diesem Augenblick ja bereits alles habe und alles bin. Und das kann ich immer im heiligen Augenblick erfahren. Es ist immer ein heiliger Augenblick. Ein heiliger Augenblick. Ja, damals waren auch die Versuchungen nicht so geballt wie heute. Ne? Heute sind ja die Versuchungen, das ist die Zeitqualität, ja, die Versuchungen. Damals war die Welt eine ganz andere. Damals war dieser Druck von außen nicht da. Damals war auch das Internet noch nicht so wie heute. Es war eine ganz andere Zeitqualität. Aber heute ist durch das Internet und durch das Weltgeschehen und so weiter, ist da ein enormer Druck ja auch. Ne? Und von daher, wir brauchen immer wieder dieses Zurücktreten und die Stille aufsuchen, den heiligen Augenblick aufsuchen, ja, und nicht zu vergleichen mit irgendetwas, was irgendwann mal war. Eine Offenbarung ist ohnehin etwas, was eine kurze Sache ist. Kurz. Und ist nicht von, ja, ist einfach nicht von langer Dauer. Das heißt, dieser Wunsch nach Erfahrung und das, ich möchte es einfach nochmal betonen, Jesus sagt einfach nur immer wieder an so vielen Stellen im Kurs und zum Beispiel auch im letzten vom Übungsteil 2 unter Was bin ich, eine Stelle, die ich sehr, sehr liebe, wo er sagt, wo er auch wieder so betont, nimm einfach nur deine Funktion wahr, vergib. Erfahrungen und all diese Dinge, sie kommen von selbst. Es wird dir alles gegeben, aber nimm deine Funktion wahr. Ne? Und das fühle ich immer wieder. Ich bin jetzt nur hier, um meine Funktion wahrzunehmen. Ich bin hier, um zu lehren und zu lernen und zu lehren, was ich selber lernen will. Und lehren tue ich ja durch das, indem ich vergebe. Jede Vergebung, jedes freundliche und gütige und wohlwollende ist Vergebung. Und dann möchte ich noch auf etwas anderes eingehen von gestern. Weil es gab so in den Kommentaren so einige, die sagten, hoffentlich kann ich das umsetzen. Genau, hoffentlich kann ich das umsetzen. Aber das Ding ist, das ist gar nicht so. Jesus sagt das an der Textstelle, müsste ich mal raussuchen, wo die steht. Von dir wird nicht verlangt, dass du deinen Bruder, gestern hatten wir ja sie, niemanden als Körper, ne? Sondern sieh ihn als den Sohn Gottes, der ist eins in Heiligkeit mit dir. Aber an einer Textstelle sagt er im Kurs, von dir wird nie, du kannst deinen Bruder gar nicht ohne Körper sehen, wie willst du das tun? Ja? Aber was wirklich gemeint ist damit schlussendlich ist, bist du bereit? Willst du deinen Bruder sündenlos sehen? Willst du ihn unschuldig sehen? Weil Unschuld bedeutet, er ist nicht der Körper. Also diese Frage sollen wir uns stellen, sagt Jesus. Willst du deinen Bruder sündenlos sehen? Womit wir bei unserer heutigen Lektion ankommen, nämlich 159. Ich gebe die Wunder, die ich empfangen habe. Und was ist ein Wunder anders als Unschuld geben? Als ein Wunder wirken bedeutet vergeben. Es vergibt das, was nie, was einfach nicht geschehen ist. Es vergibt die Bilder, die ich von meinem Bruder und von mir selbst und von der Welt gemacht habe. Es vergibt jeden Glauben an Schuld und Sünde. Das ist das Wunder. Nichts ist jemals geschehen. Ja, das ist dann die Schau Christi, wo es ja jetzt auch in der heutigen Lektion drum geht. Ich gebe die Wunder, die ich empfangen habe. Unser heutiger Leitgedanke. Niemand kann geben, was er nicht empfangen hat. Das ist ziemlich klar. Ein Ding zu geben erfordert erst einmal, dass es in deinem eigenen
Besitz ist. Und hier stimmen die Gesetze des Himmels und der Welt überein, und hier jedoch trennen sie sich auch. Die Welt glaubt, um ein Ding zu besitzen, muss man es behalten. Die Erlösung lehrt, dass es anders ist. Geben ist die Weise, wie du begreifst, dass du empfangen hast. Es ist der Beweis dafür, dass dein ist, was du hast. Und um das zu verstehen, ja, es geht darum, dass es eigentlich der Unter, auf welcher Ebene? Es geht um die Ebene, es geht um die Ebene der Materie und die Ebene des Geistes. Ne, auf der Ebene der Materie scheint es ja wirklich, ist es ja so, wenn ich etwas weggebe, habe ich das nicht mehr. Trotzdem kann in dem Geben ein Gefühl von, ich will dir etwas Gutes tun, ich will dir helfen und so weiter sein, ja. Und dieser Gedanke, dass dir helfen wollen, dich unterstützen wollen oder dir eine Freude bereiten. Dieser Gedanke, der bleibt bei mir. Das ist das, was bei mir bleibt, auch wenn ich ein Ding vielleicht oder Geld oder was weiß ich zum Beispiel weggebe. Ne? Und trotzdem sprechen wir hier in erster Linie von der geistigen Ebene, ja, dass wenn ich eine Idee, wenn ich ein Wunder empfange, wenn ich einen Segen empfange in meinem Geist, wenn ich begreife, dass ich sündenlos bin, dass es nie irgendetwas geschehen ist, wenn ich das Wort Gottes annehme, dann muss ich das geben, dann muss ich das weitergeben. Weil wenn ich es nicht weitergebe, sondern nur für mich behalten will, dann verliert es sich wieder, dann ist es weg, weil das Wort Gottes oder die geistige Welt ist etwas für alle. Das ist nie etwas, was nur für einen ist. Gott und die Liebe, das ist immer für alle. Das heißt, ich muss es geben. Geben ist die Weise, wie ich dann begreife, dass ich es habe. Ne? Du verstehst, dass du geheilt bist, wenn du Heilung gibst. Du nimmst Vergebung als in dir vollbracht an, wenn du vergibst. Wie kann ich glauben, dass ich unschuldig bin, wenn ich dich schuldig sehe? Wie geht das? Wie würde das gehen? Das geht nicht, ne? Das heißt, ich muss es dir geben, damit ich es selbst auch für mich in Anspruch nehmen kann. Du erkennst deinen Bruder als dich selber wieder und so nimmst du wahr, dass du ganz bist. Ja, wenn ich meinen Bruder als mich selber wieder erkenne, ne, wenn ich ihn so sehe, du bist ich, du bist das, was ich bin auch, du bist auch der Christus. Aber wenn ich ihn getrennt halten will, wie will ich dann erkennen, dass ich ganz bin? Wie will ich meine Ganzheit und meine Vollkommenheit, mein Einssein erkennen können? Das geht nicht. Es ist so offensichtlich, es ist so logisch wirklich. Ich muss alle und alles einschließen. Und jeden Politiker und jeden, den ich Feind unter die Kategorie Feind nennen würde, ja, muss ich zu meinem heiligen Freund machen. Sonst werde ich das Glück, das ich bin, niemals erkennen können. Und es gibt kein Wunder, das du nicht geben könntest, denn alle sind sie dir gegeben. Empfange sie jetzt, indem du die Tür zur Schatzkammer deines Geistes, in welche sie gelegt sind, öffnest und sie verschenkst. Die Schatzkammer unseres Geistes. Da liegen alle Wunder bereit. Christi Schau ist ein Wunder. Sie stammt von jenseits ihrer selbst, denn sie spiegelt die ewige Liebe und die Wiedergeburt der Liebe wider, die niemals stirbt, aber verschleiert gehalten worden ist. Christi Schau bildet den Himmel ab. Denn sie sieht eine Welt, die dem Himmel so ähnlich ist, dass das, was Gott vollkommen schuf, dort gespiegelt werden kann. Der dunkle Spiegel, den die Welt dir zeigt, der Spiegel der Schuld
und der Sünde und der Trennung kann nur verdrehte Bilder in zerbrochenen Stücken zeigen. Die wirkliche Welt, die Welt, der vergeben ist, bildet des Himmels Unschuld ab. Und Christi Schau ist ein Wunder. Und Wunder und Vergebung und Christi Schau, es ist eigentlich alles dasselbe. In dem Moment, wenn ich vergebe, dann das ist das Wunder. Mein Geist erinnert sich, oh, ich nehme falsch wahr. Denn ich nehme ja Trennung wahr. Immer wenn ich Konflikt wahrnehme, nehme ich falsch wahr. Ja? Und ich vergebe. Das ist das Wunder. Mein Geist ist berichtigt. Er erinnert sich, dass er falsch sieht. Und ich sehe, und dann schaue ich auf Frieden anstatt dem, was ich vorher gesehen habe. Christi Schau ist das Wunder, in dem alle Wunder geboren werden. Sie ist deren Quelle. Sie bleibt bei jedem Wunder, das du gibst, und bleibt doch dein. Sie ist das Band, durch welches Geber und Empfänger hier auf Erden im Ausdehnen verbunden sind, so wie sie eins im Himmel sind. Christus erblickt in keinem eine Sünde. Und in seiner Sicht sind die Sündenlosen eins. Ihre Heiligkeit wurde ihnen von seinem Vater und von ihm gegeben. Und wir vergeben Vergebung. Gott ist die Liebe, in der ich vergebe. Wir tun das nicht allein. Wir können das. Ne? Und wir haben das gestern auch gelernt. Christi Schau können wir erreichen. Das ist unser realistisches Ziel in einem Kurs in Wundern. Und weil wir das mit dem Heiligen Geist tun, können wir es erreichen. Christi Schau ist die Brücke zwischen den Welten. Und auf ihre Macht kannst du sicher vertrauen, dass sie dich aus dieser Welt in eine trägt, die durch Vergebung geheiligt worden ist. Ihr Lieben, die Vergebung, die Vergebung, die Vergebung. Dies ist ein Kurs in wahrer Vergebung. Die Vergebung ist der Schlüssel, ist unser ganzes, alles, was wir hier nur tun sollten, ist nur vergeben. Und die Welt ist ein Schatzhaus, ein Schatzhaus. Warum sagt er, dass die Welt ein Schatzhaus ist? Warum sagt er das? Inwiefern ist die Welt? Wir können aus der Welt, so wie wir sie jetzt sehen, ja, sie ist in Wirklichkeit mit dem Heiligen Geist ein Schatzhaus. Warum? Weil sie voller Gelegenheiten zur Vergebung ist. Ja, ne? Also alles hier gibt mir einen Anlass zur Vergebung. Alles. Ja, zu 100%. Ich kann alles hier durchschauen, weil nichts, kein Ding auf dieser Welt wahr ist. Insofern wird diese Welt ein Schatzhaus. Jedes Ding gibt mir die Gelegenheit, glücklich zu sein, wenn ich mit dem Heiligen Geist darauf schaue und mich erinnere. Mir dieses Wunder empfange in meinem Geist, was ich dann auch gleich weitergebe. Und das ist das Schatzhaus. Und Dinge, die hier völlig fest erscheinen, sind dort bloß Schatten in der anderen Welt. Christi Schau ist die Brücke zwischen den Welten, das heißt zwischen der greifbaren Welt, der Materie hier, die Welt, und der nicht greifbaren Welt, der geistigen Welt. Oder sogar, ja, der wirklichen Welt, der wirklichen Welt, ne? Und Dinge, die hier völlig fest erscheinen, in dieser materiellen Welt, auch Schuld erscheint so fest, ne? Sünde erscheint so fest, ne? Sind dort bloß Schatten, durchsichtig, ganz schwach sichtbar, zu Zeiten vergessen und niemals fähig, das Licht zu verschleiern, das jenseits von ihnen leuchtet. Heiligkeit ist der Schau zurückerstattet worden und die Blinden können sehen. Ne, geht jetzt nicht hier um die physisch Blinden, die jetzt sehen könnten, sondern es geht um das innere Sehen. Und es geht darum, dass wir anerkennen, dass wir alle blind sind. Auch wenn wir glauben, dass wir sehen können mit unseren Augen. Wir sind trotzdem blind. Warum? Weil wir das Licht nicht sehen, das wir sind. Weil wir das Licht in unserem Bruder nicht sehen, weil wir das Licht nicht sehen, weil wir Gott nicht sehen, der eigentlich wirklich da ist, sondern stattdessen alles sehen, was nicht da ist. Deswegen sind wir blind. Und die Vergebung,
die Vergebung. Jetzt kommt dieses Wort nicht zu mir. Befreit, befreit das Licht in mir, befreit das innere Sehen, befreit das Sehen in mir durch die Vergebung, durch das Wunder, durch die Wunder, die wir empfangen und geben. Dies ist die einzige Gabe des Heiligen Geistes, das Schatzhaus, das du mit vollkommener Gewissheit anrufen kannst für alle Dinge, die zu deinem Glück beitragen können. Alle sind sie hier schon bereitgelegt. Na hier, die ganze Welt liegt uns zu Füßen, ein Schatzhaus, wo wir vergeben können ohne Ende. Ja, alle können empfangen werden, wenn du nur darum bittest. Hier ist die Türe nie versperrt und niemandem wird seine kleinste Bitte oder sein vordringlichstes Bedürfnis ausgeschlagen. Da gibt es keine Krankheit, die nicht bereits geheilt, keinen Mangel, der nicht befriedigt ist, kein Bedürfnis, das in diesem goldenen Schatz Christi nicht gestillt wäre. Und hier geht es wirklich darum, es geht nicht um den Körper, sondern es geht wirklich darum, dass wir begreifen, wir sind nicht der Körper, sondern ich bin Gottes Sohn, ich bin Christus, ich bin reiner Geist, ich bin das und in dieses, das ist das Wunder, dass ich meinen Geist berichtige, der meint, ich wäre krank. Ja, wenn ich eine Krankheit habe. Und es geht nicht darum, dass das Symptom unbedingt verschwindet. Es kann verschwinden, aber wir sollten nicht darauf uns fokussieren, sondern auch hier, weil das würde, wäre wieder der Mangel. Das wäre wieder der Groll, der sagt, und das Ding ist ja, dann schauen wir auf das Symptom, okay, jetzt habe ich vergeben, jetzt muss das Symptom aber doch verschwinden. Und das ist genau das, was es ja unmöglich macht, weil ich ja meine ganze Aufmerksamkeit dann auf das Symptom bringe. Wie soll es verschwinden, wenn meine ganze Aufmerksamkeit darauf liegt? Jesus sagt, lass das los. Kümmere dich nicht um das Symptom, sondern nimm deine Funktion wahr, vergib und vertrau. Es geht um das Vertrauen. Ja, Vertrauen. Lass es los in deinem Geist. Denn das Ding ist ja, wir geben es dem Heiligen Geist und sagen, mach du, mach das weg. Ja? Und dann halten wir es fest, um zu gucken, geht es denn jetzt weg oder so? Geht es jetzt weg? Also so kann es gar nicht weggehen. Ne? Aber ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ja? Ich sage hier nicht, dass das einfach ist. Ich sage, dass das leicht ist. Es ist einfach zu vergeben, aber es ist trotzdem nicht leicht, dann auch wirklich loszulassen oder so. Aber das ist unser Lernen. Das ist unser Lernen. Und da gehen wir ja gemeinsam und heilen gemeinsam. Ja, hier erinnert sich die Welt, was verloren ging, als sie gemacht ward. Denn hier wird sie repariert und wieder neu gemacht, aber in einem anderen Licht. Er spricht jetzt von der wirklichen Welt, von dem Grenzland, von der Erlösung. Das ist ein Grenzland. Ja, und was als Wohnstätte der Sünde gedacht war, die Welt, wie sie jetzt, so wie sie jetzt ist, wird jetzt zum Mittelpunkt der Erlösung und zum Herd der Barmherzigkeit, an dem die Leidenden geheilt werden und willkommen sind. Niemand wird von diesem neuen Zuhause abgewiesen werden, wo seine Erlösung wartet. Niemand ist für ihn ein Fremder. Und niemand erbittet irgendetwas von ihm, außer der Gabe, dass er sein Willkommen annimmt. Ja. Christi Schau ist der heilige Boden, in dem die Lilien der Vergebung ihre Wurzeln schlagen. Das ist ihr Zuhause. Von hier aus können sie in die Welt zurückgebracht werden, aber in deren unfruchtbarem und flachem Boden können sie niemals wachsen. Sie brauchen das Licht und die Wärme und die umsichtige Pflege, mit denen Christi Barmherzigkeit sie versieht. Sie brauchen unsere Fürsorge, es braucht unsere Aufmerksamkeit. Ja. Sie brauchen die Liebe, mit welcher er sie anblickt. Und sie werden zu seinen Boten dir geben, wie sie empfangen haben. Also es geht wirklich, wirklich, wirklich. Was ist denn Selbstliebe? Selbstliebe, so wie das Ego sagt, was Selbstliebe ist, ist
Was weiß ich, ich mache mir ein Bad, ein schönes warmes Bad, ich kaufe mir ein paar Blumen, ich esse ein Eis oder eine Schokolade, wenn ich das mag, oder was ich auch immer mag, gehe spazieren, Selbstliebe. Alles schöne Dinge, alles gute Dinge, spricht ja gar nichts dagegen, aber das reicht nicht aus. Denn wahre Selbstliebe bedeutet, das zu lieben, was ich bin und dem meine ganze Hingabe zu geben. Dass ich gar nichts, in Wirklichkeit keinen Mangel habe, weil mir alles gegeben ist, weil ich vollkommen bin, weil ich eins bin mit allem, was ist. Ich bin es einfach. Das ist eigentlich Selbstliebe. Und dann kann ich mir immer noch Blumen kaufen oder sonst oder ein warmes Bad einlassen. Aber ohne diese Selbstliebe meines wirklichen Selbst wird mir das andere alles nicht wirklich helfen, sondern es wird mich im Mangel lassen. Ne? Nimm aus seinem Schatzhaus, also aus dem Schatzhaus Christi, damit sich seine Schätze mehren. Seine Lilien verlassen ihr Zuhause nicht, wenn sie zurückgetragen werden in die Welt. Ihre Wurzeln bleiben da, sie verlassen ihre Quelle nicht, sondern tragen deren Mildtätigkeit mit sich und verwandeln die Welt in einen Garten, wie denjenigen, aus dem sie kamen und zu dem sie wiederkehren, mit verstärktem Duft. Das ist dieses Geben und Empfangen. Das ist so ein Kreis, ne? So ein Kreislauf. Wenn ich gebe, empfange ich, dann gebe ich wieder, dann empfange ich, ne? Die Vergebung. Ja, wir geben und empfangen. Jetzt sind sie doppelt gesegnet. Die Botschaften, die sie von Christus brachten, sind ausgehändigt, gegeben worden und ihnen zurückgegeben worden. Und freudig geben sie ihm zurück. Also das ist ein, ja, der göttliche Kreislauf, der Wunder. Ja. Je mehr wir vergeben, umso fühlbarer wird dieser Kreis der Liebe, ein Kreis der Liebe, der sich ständig bewegt. Sieh nur den Schatz an Wundern, die für dich ausgebreitet sind, dass du sie geben mögest. Bist du der Gabe denn nicht wert, wenn Gott bestimmt hat, dass sie dir gegeben werden soll? Jeder ist wert, jeder, ohne Ausnahme. Und gleichermaßen, niemand ist mehr wert oder weniger, wir sind alle gleich wert. Urteile nicht über Gottes Sohn, sondern folge auf dem Weg, den er festgelegt hat, der Christus. Christus hat den Traum von einer Welt geträumt, der vergeben worden ist. Die wirkliche Welt ist die vergebene Welt. Ja, in der wir das Schatzhaus in Anspruch genutzt haben, all die Schätze, die uns gegeben sind. Es ist seine Gabe, wodurch ein süßer Übergang erschaffen werden kann vom Tod zum Leben, von der Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung. Hier in diesen Gedanken wird uns auch nochmal gesagt, die Welt ist nicht das Leben. Der Körper ist nicht das Leben, ja, sondern der glückliche Traum ist der süße Übergang vom Tod zum Leben. Ja. Leben ist der Himmel, Leben ist die Schöpfung, Leben ist die Ewigkeit, Leben ist der reine Geist. Leben ist das Ich, was gar nicht mehr ich sagen kann. Ist ein Ich, was überhaupt nicht, da ist niemand mehr, der irgendetwas erkennt oder niemand, da ist einfach nur die Erkenntnis da, das ist Leben, das ist wirklich Leben. Und der glückliche Traum ist dieser Übergang. Ja? Das ist der Übergang, ein süßer Übergang. Wir wollen einen Augenblick lang mit ihm träumen. Sein Traum weckt uns zu der Wahrheit. Seine Schau verleiht die Mittel für eine Rückkehr zu unserer nie verlorenen und ewig währenden Heiligkeit in Gott. Und es gibt dieses Neti Neti. Ich habe da irgendwann schon mal von gesprochen. Neti Neti, das heißt, das ist eine Technik, eine Art Weitertechnik.
glaube ich, eine Art Weitertechnik. Und die Neti-Neti heißt nicht das, nicht dies und nicht das. Oder weder dies noch das. Neti-Neti. Das heißt, dieses Neti-Neti, es ist nichts anderes, wie zu sagen, dies ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Wahrheit. So kann ich alles aussortieren. Ich kann mich hinsetzen und diese Neti-Neti-Meditation machen. Ja, ich kann mich hinsetzen und sagen, okay, was auch immer hier kommt in meinen Geist, irgendwelche Gedanken, Bilder, dies, das, Neti-Neti, Neti-Neti. Das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Und irgendwann dann, ja, komme ich an den Punkt, und das kann auch ganz schnell gehen, je nachdem. Zeit ist eine Illusion, das wissen wir nicht. Aber dann kommen wir an den Punkt, wo Frieden ist, wo der heilige Augenblick ist. Neti, 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 neti. Ich gehe an allem vorbei, ich gehe an allem vorbei, ich gehe an allem vorbei, was nicht die Wahrheit ist. Das sind Wunder, das ist Wunder. Wenn ich sage, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du bist der Christus. Und ich auch. Und wir sind das gemeinsam. Das ist unser Ding. Das ist das, was wir sind. Ja, ich gebe die Wunder, die ich empfangen habe. Danke, danke Gott. Und danke für dich. Und sei gesegnet.